Sehr geehrte Zuschauer, hier spricht der Captain und ich wollte jetzt nicht einfach damit anfangen und euch erschrecken, deswegen jetzt erstmal meine zauberhafte Stimme, haha, denn wir feiern heute den großen Abriss des Magenta Gaming Dienstes der Deutschen Telekom und ja, deswegen hören wir jetzt zum allerletzten Mal die Titelmelodie von etwas, was wir lange nicht mehr gehört haben, aber hier ist er zum letzten Mal, der Theme vom Magenta Fresh Friday. Jetzt geht's los. Haltet euch fest. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ben, aka Captain Aldi. Gerade ein bisschen irritiert. Und begrüße euch auch heute Abend wieder auf diesem kleinen, gemütlichen Twitch-Kanal, um ein bisschen Spaß. Ich mache jetzt erstmal Musik an. So, machen wir ein bisschen. So, machen wir das an. So. Ja, herzlich willkommen zum dritten und letzten Abend der Magenta Gaming Abrisswoche. Bye bye Magenta Gaming. Und wir werden den Abend zumindest noch ein bisschen nutzen, um tja, ein wenig Spaß zu haben. Wir haben uns heute Abend hier zusammengefunden, um den Abschluss zu finden eines Dienstes, der mich im letzten und vor allen Dingen auch in meinem ersten Streaming-Jahr, Spoiler-Alarm, das ist genau das Gleiche, sehr intensiv begleitet hat und dazu gebracht hat, dass ich ganz viele tolle Leute kennengelernt habe. Die einen mehr, die anderen weniger. Ne? Also Daniela zum Beispiel, guckt gerne mal, ganz selten, aber die guckt gerne mal rein. Das find ich total schön. Professor Valentine, ja, auch am Start. Und euch alle natürlich halt im Lurk auch, ganz, 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 ganz zu schweigen. So, und das haben wir diese Woche über schon ganz, ganz viel durchgekaut und da ist jetzt Feierabend. Magenta Gaming macht dicht. Es kam schon heute im Discord auch die Frage auf, wann ist denn Feierabend? Heute Nacht oder irgendwie morgen im Laufe des Tages und der Plan ist tatsächlich, dass das Ganze schon kurz nach Mitternacht stattfinden soll. Renfi! Einen wunderschönen guten Abend, hab einen angenehmen Abend, schreibt der Renfi. Danke, du auch! Ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend. Ja, also irgendwann gleich direkt irgendwie nach Mitternacht wird abgeschaltet. Dann ist ja die Frage, wie sieht sowas aus? Ich habe jetzt auch schon ganz kurz überlegt, streame ich bis kurz nach Mitternacht, um zu sehen, was passiert? Spoiler-Alarm, nee, werde ich nicht, weil ich selber auch sehr müde bin, ehrlich gesagt. Und das Kind hatte heute Karneval oder Fasching. Hier in Norddeutschland sagen wir ja Fasching im Kindergarten. Und
es war sehr aufgeregt, dieses liebe Kind. Und es war heute Nacht um 3 schon sehr aufgeregt und dachte, ja, das kann jetzt ja losgehen. Und dann musste man sagen, nein, mein liebes Kind, schlaf bitte noch. Und so lag ich selber halt auch schon über eine Stunde wach heute Nacht. Ich bin, weiß ich nicht, um 4 oder von 3:30 bis 4 oder so war ich wach. Irgendwie so. Und dementsprechend war das ein sehr, 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 sehr langer Tag. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Was ist denn hier los? Ich habe hier gerade, also irgendwie, mein Handy ist, ich habe ein so ein Kontrollhandy. Das rastet gerade richtig aus. Ne, das geht nicht, das muss ich ausmachen. Was ist denn da los? Hallo? Power off. Alter, was ist denn los mit dem Scheißding? Geh aus. So, ist jetzt so. Gut, wir trinken erstmal und heute habe ich mir mal ein Bierchen geholt. Ne, es ist ja kein Bierchen, es ist eine Kiezmische, das heißt, da ist auch ganz viel Brause drin, ne? Es schmeckt immer sehr süffig. So, ihr habt gerade vielleicht noch auf dem Programmplan gelesen, der im Starting Screen so vor sich hinläuft, dass wir heute Unreal spielen. Ich habe das auch am Mittwoch angekündigt. Ich habe das ganze Woche schon angekündigt. Heute wird Unreal gespielt. Leider nicht. Leider nicht. Es war geplant, mit ein paar Leuten ein bisschen was zu spielen. Und leider haben alle, bis auf einer, tatsächlich abgesagt. Und Unreal zu zweit zu spielen ist natürlich, ja, nicht so. Das funktioniert leider nicht. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, gut, okay, ich lasse jetzt aber den Stream nicht einfach sausen, sondern ich mache jetzt einfach das, was ich am Mittwoch schon vorhatte mit euch. Und zwar in die Casual-Rubrik reinzugucken. Quatsch, Casual. Doch, also wir spielen jetzt nochmal so ein paar Spiele an. Von Magenta Gaming. Wir klicken uns jetzt nochmal so ein bisschen durch die Bibliothek. Spielen natürlich jetzt hier keine krassen Story-Spiele, weil das bringt ja nichts. Es gibt ja genügend so Casual-Spiele. Und da wollen wir einfach mal reingucken. Ach so, warte mal, ich habe mir noch was kurz überlegt. Das möchte ich auch nochmal mit euch, das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Es gibt ja ein paar Clips auch auf meinem Twitch-Kanal. Und, ach übrigens, ich habe es geschafft, ich bin bei Twitch Clips Germany! Twitch Clips Germany! Mega! Ich wurde schon, also ich bin ja auch, was das angeht, manchmal so ein bisschen alt. Und kenne mich im Internet auch nicht gut aus. Na, sag schnell. Irgendwann hieß es ja so, auch selbst so die Leute, die nichts mit Twitch zu tun haben, sagen dann auch auf der Arbeit, danke, Professor Valentine. Hello to Twitch Clips Germany. Und ich wurde vor ein paar Wochen schon von dem lieben guten Dirk angeschrieben, der dann sagte, ja, Mensch, geh doch mal zu, du brauchst Clips und du musst Twitch Clips Germany. Seitdem beschäftige ich mich ein bisschen. Ich habe schon ein paar Clips eingereicht, aber gestern Vormittag saß ich vom Rechner und so, ah, okay, cool. Wollte ein bisschen was für den YouTube-Kanal machen und gehe dann so komme auf die YouTube-Startseite und sehe, Alter, okay, neue Twitch-Clips. Und bin darauf gegangen und dann, ich bin ja mittlerweile Fuchs und dann weiß ich ja, du guckst einfach in die Videobeschreibung auch schon mal rein. Und dann siehst du ja auch schon mal, welche Kanäle da zu finden sind. Und relativ weit oben habe ich schon meinen Namen gesehen. Ich war, nein, wie geil. Tatsächlich. Und heute schickte mir ein Arbeitskollege, der heute frei hat, eine WhatsApp mit einem Video. Er sagt, Moment. Und spielte den Clip ab von YouTube. Und ich war nur so, nice. Und ich war so, ich weiß, ich habe es gestern auch schon gesehen. Cool, danke. So, ich wollte zu meinen, warte mal, wo habe ich das denn? Muss ich, glaube ich, hier klicken? Videos. Nochmal übrigens, fettes Merci an den neuesten Follower oder die neueste Followerin.
Denn der oder diejenige hat die 400 voll gemacht. So. Hat die 400. Quatsch. Oh, scheiße. Nein, nicht die 400. Die 140. Wir haben ja gesagt, unser Ziel 140 Follower. Die haben wir voll gemacht. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Und das neueste Ziel, wir machen kleine Schritte. Wir machen einfach kleine Schritte. Nächstes Ziel ist 150. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das machen würdet. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was ich denn jetzt so suche. Ich suche nämlich Clips, neueste Highlights und Uploads. Ja, aber das ist ja schon vor 9 Monaten. So, ey, warte mal, wo ist denn das? Dachte schon, der Med, hä? Der Med wäre härter als sonst. So. Ach so, ja, nö, was ist jetzt? Ich hab so viel gesoffen, ich kann die Zahlen nicht richtig lesen. Das sind nicht 140 Leute, das sind 410 Leute. Ich drehe mir die Zahlen so hin, wie ich die will, ja. So läuft das nämlich. Bei 150, welches Ziel dann? Hä, bei 150, welches Ziel dann ab morgen? Also, wenn wir heute die 150 voll kriegen, ne? Das wäre ja schon richtig hart. Das wäre schon richtig hart. Da würde ich mir ja sogar dafür schon irgendwas überlegen. Also, wenn wir 150 Follower heute voll kriegen, dann würde ich mir schon irgendwas Kleines überlegen. Selbst für diese Tatsache schon. Das wäre der Börner. Der Börner, Robert, das Schwert der Börner. So, es gibt. Huch. Muss ich schon mal laden hier. Es gibt ein Clip. Der eigentlich kein Clip ist, es ist ein Highlight. Und das möchte ich mir mit euch zusammen angucken. Servus, Gizmo, danke, einen wunderschönen guten Abend. Hi. So, dafür mache ich jetzt die Musik aus. Wir gucken uns zusammen jetzt ein Magenta Gaming Highlight an. Ich glaube, das Einzige, was ich habe auf meinem Kanal. Aber das macht nichts. So, mache ich schon mal hier Vollbild. Da muss ich Winamp ein bisschen runterdampfen. So. Und dann gehen wir jetzt mal hier auf Video Watching. Für mich zweimal, ne? Und geil. Ich glaube, ich kann ein bisschen lauter machen. Hol mir eigentlich immer den Med beim selben Imker. Wäre mir nur, wenn er stärker wäre. Der Med oder der Imker? Das ist ja die Frage. Ne? Weiß man ja. Ist der Imker zu stark? Bist du zu schwach? So, wir gucken uns ein Highlight an, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Das ist jetzt ungefähr 9 Monate her und wir hatten eine Menge Spaß. Wir haben keinen Ton. So, und wir wurden Jetzt zu wird's einem. richtig lustig. Ich kriege die Sirenen doch gar nicht aus. Das ist immer so ein Sag Bug in dem mir die Spiel. Sirenen. Wenn du zu so einem Einsatz kommst und die Sirene nicht, also die läuft weiter. Erstmal hier alles absichern, damit nichts passiert. Ist ganz wichtig. Ich drück mal kurz. Warte, wo ist die Pause? Wo ist Pause? Ganz kurz Pause. Das ist Story Mode. Und wir wurden zu einem Einsatz gerufen. Wo jemand Steine von der Autobahnbrücke geschmissen hat. Und da sind wir jetzt. So, das ist ganz kurz einmal zum Hintergrund. Also ich habe es vorhin schon mal erklärt, ich weiß nicht, warum das Spiel auf Englisch ist, aber meine lieben Freunde von Magenta Gaming, die sind am Start und gucken uns das Ganze an. Alles ist so geil, das Zeuge hat gesehen, wie was passiert Konrad hat ist. natürlich alles gesehen. Und er ist die ganze Ding-Dong. Ja, ich habe gesehen, wie alles passiert ist. Ich habe gesehen, wie der Mann Steine von der Brücke geschmissen hat in das Auto rein. Und da bin ich voll am Abdancen.
Wir haben ja schon, wir wissen, wie das Auto aussieht. Wir haben das Nummernschild. So, ich spule mal kurz vor. Ich muss mal ganz kurz gucken, denn. Oder? Hä? Gut, okay, glaube ich, kommt gleich. Aber ist gerade nicht ein schwarzes Auto weggefahren oder bin ich fahrend? Ich glaube, das soll irgendwas mal. Ja, Unfall! Ich verklage alle wegen seelischer Grausamkeit. Leute, jetzt haben wir das Nummernschild. Aber es ist auch so. Party in the house, check it out. Dunkelgrün vielleicht. Ich habe mich schon damals sehr drüber gefreut. Konrad, Neo ist am Start. Hey, wunderbar, schönen guten Abend. Konrad ist der Steinewerfer. There's one more thing. Look at this. I found it on the bridge. Alter, was ist das für ein Blick? Ey, bitte, bitte, wie guckt der? Guckt es euch an. Guckt es euch an. Stein. Das ist ein Stein. Und den habe ich gefunden. Guckt es euch an. Was ein Blick. Alter, was ist das für ein Blick? Und gleich wieder Party machen, ey. Gleich wieder Party machen. Das ist Disco-Konrad, meine Freunde. Und der Schasen hat es damals schon in den Chat geschrieben. Fingerabdrücke. Ja, das habe ich hier gefunden. Ich habe gesehen, wie die Bank überfallen worden ist und wie die Oma erschossen worden ist. Aber ich mach Party. Sag doch, Konrad lügt, Alter. Wir kritisieren ihn mal. Das ist einfach so wack. Oh, klasse. Ich bin böse. Disco Konrad ist am Start, Alter. Ist das gut? Ist das alles gut? So. Wir müssen ein Foto machen, ne? So, jetzt gucken wir uns das. Jetzt guckt euch mal das Auto an. Das auch so. Das Auto hängt in der unsichtbaren Wand. Das Rad dreht sich noch. Ich glaube, der versucht noch zu fahren, oder? Aber er hängt auch. Ich weiß nicht, was das alles hier sein soll. Das ist so ein schlimmer Unfall. Alleine wie die Leitplanke komplett vorne durch alles durchgeht. Er ist auch sehr geschockt hier. So. Wovon müssen wir denn jetzt ein Foto machen? Von ihm? Nee. Völlig normales Schadens mit einem Steinwurf. Claro. Ist so, oder? Oh. Und ich glaube, das hier war auch jetzt gerade nicht besser. LSD-Lutz hat ja gar nichts damit zu tun, weißt du? Ich dachte, hallo, Kamera. Ich dachte, das wäre der Unfall gewesen hier. Das habe ich original damals gedacht. Hoffentlich bleibt das nicht stabil. Parken für fortgeschritten. Aber original, weißt du, das habe ich echt gedacht. Das war jetzt der Unfall. Aber das war das. Komm, geht es Ihnen gut, junge Frau? Der parkt dann nur jetzt gar nicht. So. Ey, guckt euch das Nummernschild an, das ist auch so geil. Ich bin in der Bild-Zeitung. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob es ihnen auch gut geht. Ja? Gehalt ist nicht so gut hier bei der Polizei. Da müssen wir erstmal, muss ich Laserfotos schicken. So, was haben wir hier noch? Ja, erstmal schön mit dem Handy knipsen. Hat Boden gerotzt oder was? Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, Leute, ey. Jetzt bin ich in der Streaming-Software drinne gewesen. Warte, ich kann gerade nichts sehen hier. Jetzt kann ich euch wieder sehen. Ist das alles schlimm? Einfach wack. Komm, Disco Konrad. Yeah! Aber das ist, Autobahnpolizeisimulator 2. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf den... Oh, jetzt machen wir den Ton wieder an. Ich bin sehr gespannt auf den dritten Teil tatsächlich. Und ich hab das Montag, glaube ich, schon gesagt. Entschuldigung. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es den dritten Teil auch nachher über GeForce Now zum Spielen gibt. Da wäre ich sehr, sehr froh drüber.
Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann würde ich es auch gleich kaufen. Ich sag, wie es ist. Das würde ich sofort kaufen, wenn es über GeForce Now spielbar wäre. Also, oh, warte mal, apropos, irgendjemand hat gestern. Und jetzt schneit es hier. Nur Schnee, schön. Hier hat es heute Morgen nur gehagelt und den Rest des Tages geregnet. So, ich will mal ganz kurz, bevor ich das nämlich vergesse und bevor wir dann ein bisschen spielen, mal ganz kurz gucken, was war GeForce Now? Gestern war ja Donnerstag und jeden Donnerstag gibt es neue Spiele. So, und eigentlich hätte gestern zumindest auch Police Simulator mit released werden sollen. Nee, aber hä? Okay. Leider noch nichts dazugekommen. Oh, Frühlingswetter, geil. Bei uns war Mittwoch sehr, sehr schönes Wetter. Sehr, sehr schönes Wetter. Ich überlege auch immer noch, mir einen E-Scooter zu kaufen, tatsächlich. Also, mein Arbeitsweg ist 5 Kilometer hin, 5 Kilometer zurück. Jetzt kann man natürlich sagen, Captain kann es ja mit dem Fahrrad fahren. Das habe ich letztes Jahr im Sommer oder beziehungsweise wo es ein bisschen wärmer war, dann auch immer gemacht. Aber ich bin auch ein bequemer Mensch irgendwo. Und ich sage natürlich auch zu Recht, Benzin einsparen ist natürlich jetzt, also, ne? Das ist schon nett. Wird ja auch nicht alles gerade günstiger. Wie dem auch sei, jetzt dann zumindest auch, wupp, ne? Gerade so 5 Kilometer ist es ja auch keine Entfernung. Mit dem E-Scooter, ich habe schon einmal, meine Eltern haben einen, den habe ich mir auch schon mal ausgeliehen. Da brauche ich auch nicht so lange. Das ist eigentlich sehr angenehm. Und da überlege ich schon wirklich seit letztem Jahr, seit Ende letzten Jahres. So. Jetzt wollen wir aber nebenher, jetzt überlege ich mich, ich glaube, ich nehme das, das ist ein bisschen schöner jetzt. Ein bisschen Spiel. Jetzt sehen wir hier schon einmal, der Dienst geht morgen offline. Sehr, sehr schade. Und am meisten habe ich tatsächlich im Autobahn-Polizeisimulator 2 verbracht. 16 Stunden. Ach ja. So, und ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht habt ihr ja Bock. Vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir, also wie gesagt, wir wollen verschiedene Spiele spielen. Einfach nochmal so ein bisschen reinschnuppen. Janas ist das geil. Wer wird Millionär? Vielleicht habt ihr Bock auf Wer wird Millionär? Das können wir auch zusammen spielen. Gibt nur nichts zu gewinnen, ehrlich gesagt. Weil das Spiel ja so günstig ist, habe ich mir letztes Jahr für die Arbeit einen Roller geholt und hatte 3 Monate Vergnügen damit zu fahren. Das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht gut. Ich glaube, es hatte was irgendwie mit deinem Kram auch zu tun, ne? Weswegen du zur Reha warst, glaube ich. Ne? Man will ja jetzt ja nicht so indiskret nachfragen. Dann kam der Arbeitsnehmer. Gut, okay, du hast es. Du hast es gesagt. Er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Und ich habe nicht gefragt. Ich mache gerade den Motorradführerschein schwierig. Im Leben nicht. Mein bester Kumpel hatte vor. Was weiß ich, wie vielen Jahren schon einen nicht so guten Unfall gehabt. Und hatte sich, Gott sei Dank ist nicht so viel passiert, hatte sich sehr gut davon erholt und hat sich dann ein paar Jahre später wieder aufs Moped geschwungen und hatte dann wieder einen nicht so schönen Unfall, der noch bescheidener war. Wo ich dann abends einen Anruf von meiner Ex-Freundin bekam. Also man muss dazu wissen, dass das alles ein sehr, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also es ist so ein Freundeskreis halt einfach, ne? Und man ist ja auch mittlerweile alt genug, dass man auch sagt, ja, auch wenn man halt mit irgendjemandem nicht mehr zusammen ist, man versteht sich trotzdem noch. Oder man kann miteinander leben. So, und sie rief mich halt einfach nur an und sagte so, ja, hat einen Unfall gehabt. Und man wüsste halt tatsächlich gar nicht mal, ob er die Nacht überstehen würde. Das war schon sehr hui. Das ist jetzt auch schon, ich muss jetzt lügen, 7 Jahre, 8 Jahre her tatsächlich. Ne, 7 Jahre muss das gewesen sein, was halt auch Hammersünde war für seine Frau. Denn die haben erst 2 Monate vorher geheiratet. So, und sollten noch auf Hochzeitsreise und hat sie nicht gesehen und dann kam das. Glücklicherweise geht es ihm heute gut.
Ich glaube, er hat immer mal wieder mal so kleine Schübe, wo es ein bisschen wehtut. Gott sei Dank aber nicht halt so krass schlimm. Aber konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben, musste eine Umschulung machen. Und nach wie vor glücklich verheiratet. Letztes Jahr das zweite Kind gekommen, wo ich Patenonkel sein darf. Das ist immer sehr schön. Gut, er ist auch Patenonkel bei meinem Kind. Von daher, also, deswegen, also das war kein Schutzengel, das war eine ganze Schutzengelarmee, die die Hand drüber gehalten hat. Deswegen ist so, gerade so auch mit Kind, so, nee, m-m. Komischerweise mein Arbeitskollege, der ist irgendwie, weiß ich nicht, lass den, ich glaube, der geht auch schon auf 50 zu. Der hat auch einen Moped-Führerschein. Der ist aber auch eigentlich ein sehr vorsichtiger Mensch. Aber der hat auch einen Unfall gehabt, tatsächlich. Also auch hier, Gott sei Dank, nicht so schlimm, muss man dazu sagen. Aber irgendwie so, glaube ich, ich habe das jetzt nur noch in Erinnerung, Oberkörper irgendwie eingegipst, der konnte nicht liegen, der konnte nur sitzen und im Sitzen schlafen. Das war, glaube ich, auch nicht so geil für ihn. Aber ich glaube, da gibt es weitaus Schlimmeres. So, also deswegen ist eine Sache, Motorradfahren, die kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin noch nie Motorrad gefahren. Ich habe das, glaube ich, damals auch zu meinem Kumpel gesagt, der mir sagt, ich könnte gut wieder anfangen. Ich sage, ey, ganz ehrlich, ich kann jetzt eine Predigt halten und sagen, lass es sein, das ist scheiße, dir ist schon mal was passiert. Ich kann im Umkehrschluss aber auch nicht darüber urteilen, weil ich noch nie Motorrad gefahren bin. Nicht weiß, wie das ist. Ich kann mir vorstellen, dass es halt ein geiles Gefühl ist, aber hey, muss jeder für sich selber entscheiden und fahrt einfach vorsichtig da draußen. Wenn ihr Motorrad fahrt, fahrt vorsichtig. Es gibt genug Arschlöcher da draußen, die es auch nicht tun und mit ihrer Fahrweise auch immer wieder andere Leute mit in Gefahr bringen. Also fahrt vorsichtig und ja, passt auf euch auf. So, Wer wird Millionär? Spielen wir auf Deutsch. So, aber ich glaube, Gizmo Duck will spielen. Gizmo Duck spielt jetzt mit mir. Spielt mit mir jetzt, wer wird Millionär? Ich muss jetzt mal gucken, konnte ich das hier irgendwo einstellen? Also ich weiß, dass ich. Achso, warte mal, Option. Das Ton. Sprache. Video. Qualität. Das ist alles ein bisschen. Guck mal, hier ist Deutsch. Jetzt Französisch. Quality, Affichage, Resolution. Mais oui. Okay, Spiel. Einzelspieler. Auch hier geile. Eine Abfolge von 15 zunehmend schwierigeren Fragen mit dem Ziel, 1 Million $ zu gewinnen. So, in diesem Spielmodus sind die Fragen etwas einfacher. So, wenn ich mein Motorrad zulege, dann so Chopper-Richtung, kein Speed, sondern entspannt fahren. Ja, das ist auch, glaube ich, das ist auch ganz entspannt. So, wir spielen. Das Ding ist, pass auf. Genau, keine Zeitbegrenzung. Wir machen jetzt keine Zeitbegrenzung. So, ey, das lassen wir jetzt. Guck mal, wir sind Facharzt und unser Hobby ist Mode. Wer kennt es nicht? 29. Ist man mit 29 schon Facharzt? Ist das realistisch? Ich weiß es nicht. Wie lange studiert man? Man studiert doch schon lange, ne? Und bis du Facharzt wirst? Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. So, weiter. Weiter mit der Beliebig-Taste. So, lieber Chat, aufgepasst! Wir spielen Wer wird Magenta-Millionär? Und nein, die Gewinnsumme wird nicht auf eure Telefonrechnung verglichen. So. Das Günner ja auch. Drücken wir unseren Kandidaten ganz stark die Daumen, denn nun ist es soweit. Willkommen bei
Wer wird Millionär? Wir alle, Freunde, wir alle werden Millionär. Ich werde mein Bestes geben. Und mein Bestes bedeutet die Million. Er will die Million. Wir stehen in den Startlöchern und die Spannung steigt. Spielen wir Wer wird Millionär? Sie kennen die Gewinnpyramide und ihre 15 Stufen, um die Million zu erreichen. Um Ihnen das Leben etwas zu erleichtern, bekommen Sie 4 Joker. Den Telefonjoker, den 50-50-Joker, den Publikumsjoker und die Frage wechseln. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir mit einer neuen Frage fortfahren können. Ja, wir sind mit der ersten. So, lieber Chat, wie heißt der große Fluss, der durch Ägypten fließt? A. Biel, B. Nil, C. Sil oder D. Kiel? Seit wann gibt's? Ich glaube, es gibt schon länger. So, Gizmoduck sagte B. Ich werde B nehmen. Professor Valentine sagt auch B. Dann loggen wir das Ganze ein. Jetzt kommt die Frage von mir, die Sie bestimmt nicht hören möchten. Sind Sie sich sicher? Bei der 50-Euro-Frage oder so. Was ist das? Die Wahl ist getroffen. Insofern ist das richtig. Ka-ching! So steigt der Jackpot an. 50 Euro haben wir gewonnen. Wunderbar. Kommen wir also zu einer ganz neuen Frage. So, wie hieß der König der Hunnen von 434 bis 453? Ist es A. Attilo, B. Attilu, C. Attila oder D. Attilei? Also A sagt mir was, aber... So. C. Professor Valentine sagt C. Dann noch kurz auf Gizmo. Gizmo ist bestimmt kurz. C, 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 C. Kann ich gar nicht. Achso, muss ich hier drücken? Okay. Es ist natürlich C. Kein Risiko. Ist natürlich richtig. Ich muss Sie fragen, sind Sie sich sicher? Oh, prima. Können wir skippen, Gott sei Dank. Und eine richtige Antwort vom coolsten Spieler. Bam! Er ist auch gar nicht arrogant oder so, sind ne? Sind Sie bereit für die nächste Frage? So, wer war zwischen 1862 und 1890 Ministerpräsident Preußens und anschließend erster Reichskanzler des Deutschen Reichs? A. Otto von Bismarck, B. Wilhelm von Matthies, C. Franz von Kabeljau oder D. Heinrich Hey? A. sagt Professor Valentine. Gizmo schreit gerade schon. So, ich logge mal A schon mal ein. Okay, fangen wir es an. Wir nehmen A. Ist alles noch tatsächlich sehr einfach. Wir skippen das. Ist tatsächlich die richtige Antwort. Wir labern auch ein bisschen A, weil Valentine das sagt. Das ist doch schon mal gut. So, next question. Diese neue Frage sollte es Ihnen nicht schwer machen. In der Wo leben Eisbären? In Ecuador, am Nordpol, in Afrika, in Japan? Schwierige Frage. Schwierige Frage. Schwierige Frage. Ich habe früher als Kind immer gesagt Nordseepol. Weil ich an der Nordsee wohne. Ich dachte so, wir loggen gleich mal den Nordpol ein. Gut. Dann nehmen wir diese Antwort. Nee, Gizmo, Eisbären, nicht Puhbären. Okay, dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Ja, das ist richtig. Ich habe sehr schlaue Leute hier als Zuschauer. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir mit einer neuen... So, wie schreibt man die Zahl 1000 in römischen Zahlen? A, C, B, L, C, D... Oder DM. Oder E. Rossmann. Ich weiß es nicht. Tatsächlich würde ich sagen D. Ich meine, es ist D.
Oh nee, noch der Mainbank noch nicht. D, glaube ich. Glaube ich auch. Wir loggen D mal ein. Ja. Ja, doch. D? Überhaupt kein Zweifel, logisch. Ich muss es nochmal bestätigen. Fragen, sind Sie sich sicher? Oh, ja, das ist definitiv meine Antwort. Ja, es gibt gut, die Sicherheitsstufe ist geschafft. Weiter geht's. 500 Euro. Haben wir 500 Euro? Nee. Wir skippen. Also, A sagt mir was, aber... So, welches Tier hat eine, eine Art Kultstatus im Videospiel Fortnite? Das Pferd? Der Panda, das Lama oder das Kamel? Okay. Ich meine, ist es nicht das Lama? Ohne Scheiß, ich auch. Aber ich meine, dass es ein Lama ist. Weil wir mal bei uns im Laden auch so ein Fortnite-Merch verkauft haben. Und ich meine, es ist ein Lama. Bin mir da sehr, sehr sicher. Ich logge mal C ein. C, das spart Zeit. Damit wir uns einig sind. In diesem Sinne richtig. Leute, habt ihr was gelernt bei mir noch? Könnt ihr wenigstens morgen angeben und sagen, oh, ich hab Captain gelernt, Lamas bei Fortnite. Mit dieser brandneuen Frage wird das Spiel jetzt schwer. Welches Instrument kommt in einer Fanfare nicht zum Einsatz? Die Trompete, die Trommel, die Posaune, die Violine. Ich glaube, ich weiß auch das. Ich glaube, ich weiß welche. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr denkt. Vielleicht, oder vielleicht wisst ihr das ja auch. Vielleicht hat Daniela ja auch einen Plan, falls sie noch zuschaut. Eine Fanfare. Würde die sagen, sagt Professor Valentine. Nicht Google. Nicht Google. Ich sage auch eine Violine. Gar kein Zweifel, klar. Es wir loggen ist ein, wir, kommen, wir skippen das Sie jetzt. Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt zu sein, aber sind Sie sich sicher? Das ist definitiv... Und genau so ist es. Eine Fanfare ist ja schon so ordentlich mit Krawumms halt, ne? Und hier ist eine neue Frage, von der ich hoffe, dass sie sie nicht beunruhigt. So, wie übernimmt... Oh, geil! Wie übernimmt Kirby die Kräfte seiner Feinde? Er inhaliert sie, er schlägt sie, er schubst sie, er verwandelt sie. Der frisst sie. Aber ich bin mir nicht so sicher. Jetzt kommt die Frage von mir, die Sie nicht hören möchten. Halt die Backen. Sie haben sich nicht getäuscht. Richtig. Und eine richtige Antwort. Überspringen, wollen die nächste Frage haben. Günni, wir haben keine Zeit. Konzentrieren Sie sich. Hier ist eine neue Frage für Sie. In welchem Spiel erschien Pauline, Heldin und Sängerin einer Musical-Gruppe in Super Mario Odyssey erstmals? Mario Tennis Aces, Super Smash Bros. Brawl, Donkey Kong, Mario vs. Donkey Kong. In welchen Spielen erschien Pauline, Heldin und Sängerin einer Musical-Gruppe in Pauline? Pauline? Pauline, Heldin und Sängerin einer Musical-Gruppe in... Achso, okay. Super Mario Odyssey nie gespielt. Aber wie aktuell sind die Fragen denn bitte? Das ist schon... Hat mal was nachgepatcht? Ich muss kurz überlegen. Pauline war, glaube ich, die Freundin von Jumpman, aka Super Mario. Ich meine, es müsste C sein. Donkey Kong. Ähm,
Ich will mal in die Pyramide das Schiff drücken, ne? Benimm jetzt mal einen 50-50-Joker. Mit dem 50-50-Joker entfernen wir jetzt zwei falsche Antworten, um Ihnen weiterzuhelfen. Dann ist es C. Dann, wie gesagt, also Pauline, weil Daisy gab es ja erst später, oder Peach. Wobei, glaube ich, Daisy ja auch nochmal wieder eine andere ist. Peach kam erst später. Und das erste Mädel hieß nämlich Pauline. Und das war die Freundin von Jumpman, aka Mario. Wisst ihr eigentlich, warum Super Mario Mario heißt? Der hatte ja damals, also Donkey Kong ist ja das erste Spiel, wo der aufgetreten ist, ne? Und der hieß damals nur Jumpman. Shigeru Miyamoto hat ihn ja nur Jumpman genannt. Jetzt gab es ja aber irgendwo eine fette Lagerhalle, wo diese ganzen Donkey Kong-Automaten ja gelagert worden sind. Und der Cheflagerist, der hieß Mario. Und das fand Shigeru Miyamoto wohl halt so cool. Und deswegen heißt Mario Mario. Wissensgewichse hier schon wieder. So, wir nehmen C. C für unser Eins. Das muss ich nochmal bestätigen. Sind Sie sich sicher? Ja, das ist definitiv meine Antwort. Die Wahl ist getroffen. Ist notiert und wird als richtig durchgewinkt. Prima. Keiner sieht besser aus und ist so gebildet. Was will man mehr? Ich glaube, der Moderator denkt sich auch gerade, halt die Fresse, Junge. Sind Sie bereit, sich den Fallen dieser nächsten Frage zu stellen? Viel Glück. Aus welchem Land stammen die Panda-Bären? China, Frankreich, Pakistan oder Japan? Die kommen aus China, ne? Ich meine, die kommen aus China. Oder Japan. Ne, China, ne? Jetzt warte ich mal ganz kurz auf Chat A. Ich nehme jetzt mal die Intuition von Gizmo. Oder außer Professor Valentine sagt was anderes. Wenn ihr jetzt natürlich was anderes sagt, dann... Da wird mal schnell gegoogelt. Also ich hoffe jetzt, Professor Valentine meinte jetzt nicht gerade mit okay wäre raus, mit dass er jetzt los muss. Würde auch A sagen. Nee, okay, gut. Ich glaube, der Professor Valentine ist noch am Start. Wir nehmen A. Packen wir es an. Nee, sagt er. Bis zum bitteren Ende hier. Und nun möchte ich wissen, ist das Ihre Antwort? Französische Panda-Bären, die Baguettes essen statt Bambus. Ob es wohl die richtige Antwort ist? Das lasse ich euch auch zittern. Mit dieser Sicherheitsstufe haben wir sich schon mal einen Gewinn. 16.000 Euro, Leute. So, egal. Wie heißt die armlose Venus-Statue von der griechischen Insel desselben Namens? Venus von Milo, Venus von Mailand, die Venus von Zypern oder Venus von Willendorf? Auch hier würde ich persönlich gerade A sagen, die Venus von Milo. Die süße Küss! C? Die Venus von Zypern? Oh, jetzt bin ich aber... Jetzt warte ich mal ganz schnell auf Gizmo. Jetzt bin ich ja gerade sehr gespannt, was da jetzt kommt. Mein 50-50-Joker kann ich jetzt eigentlich schon wieder einlösen. Wir hatten ja nur einen. Ein 50-50-Joker. Die Venus von Milo. Die Venus von Zypern. Mailand? Mailand liegt ja nicht in Griechenland. Willendorf klingt auch schon mal. Also ist, nee, aber das ist doch... Moment. Die armlose Venusstatue von der griechischen Insel desselben Namens. Zypern ist doch keine... Zypern ist doch nicht Griechenland. Ich kenne nur D. Venus von Willendorf. Klingt aber auch nicht griechisch, ne? Die Venus von Milo. Die Venus von Milo. Einmal Lucio, bitte.
Malacca. Ich würde tatsächlich A sagen, weil überlegen wir noch. Also Mailand, nein. Zypern, nein. Willendorf klingt auch schon. Also nein, weil liegt ja nicht in Griechenland. Ich sag D. Was haben wir noch an Jokern? Fragen das Publikum mal, was die sagen. Das Publikum kann jetzt ein paar Sekunden lang abstimmen. Viel Glück. Ich kenne nur D, ich sag D, sagt er. Tatsache. Dann nehmen wir D. D? Überhaupt kein Zweifel, logisch. Ja, bleibt dabei. Ist das Ihre Antwort? Das ist definitiv meine Antwort. Oh je, was für eine Spannung. Digga, ich schwöre. Knapp daneben ist auch vorbei. Tut mir leid. Ja, aber die Fragen waren auch viel zu schwer. Naja, wenigstens etwas. Wir gratulieren. Naja, wir haben 16.000 Euro gewonnen, die wir uns ausdrucken können. So, aber ich war dann auch echt verunsichert. Also vielleicht hat das Spiel ja mitgehört und gesagt, die sagen im Chat alle D, dann mache ich auch mal D. Aber das ist ja natürlich auch schon echt fies. Weil A, das war ja, das Diagramm war ja gerade eine Treppe. Also A hat ja keiner gesagt. Danke, Gizmo. Danke. So. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Habt ihr Wünsche? Vielleicht seht ihr ja hier ja irgendwas. Ich lasse es jetzt gerade mal ganz kurz. Vielleicht seht ihr ja gerade irgendwas, wo ihr sagt, ach Captain, mach das doch mal an. Lass uns da doch mal reingucken. Ich warte mal ganz kurz. Wie gesagt, vielleicht seht ihr ja irgendwas. Wo ihr sagt, oh, das würde nochmal interessieren. Es gibt ja Games, die Mike nutzen. Oder das ist ja offen zu machen. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich an, das gab's auch früher so ein Gag-Programm. Kostenloser Getränkehalter. Das war so eine Excel-Datei. Und wenn du das geöffnet hast, dann kam einfach nur das CD-Laufwerk raus. Und das war dann der kostenlose Getränkehalter. So. Habt ihr irgendwelche Wünsche von den Spielen hier? Habt ihr irgendwas gesehen? Ja, hier ist Wer wird Millionär zum Beispiel. Was ist das hier? Okay, nee, ich hatte gerade ein anderes Spiel vor Augen. Was habe ich denn gerade noch gesehen? Neighbors from Hell. Egal. Okay, Gizmo sagt, spiel mal was Schönes. So, spiele den Star einer frechen Fernsehsendung im Rechner, einen furchtbaren Nachbarn, indem du ihm zu Hause und im Urlaub immer wieder kreative. Machen wir das mal an. Ich nehme schon mal den Controller zur Hand. Ich glaube, das kann man mit Controletti spielen. Spiel lädt ja noch gerade ein bisschen. Kann ich mal kurz aufs Smartphone gucken. So, ja, beide Dinge machen. Wie lange machst du heute? Bis Licht aus? Nee, ich glaube nicht. Ich habe es anfänglich schon erklärt. Ich habe heute Nacht auch nicht so viel geschlafen, weil das Kind sich schon so auf den Fasching gefreut hat, dass ich auch ein bisschen müde bin.
Also ich denke mal, weiß ich nicht, ein Stündchen, ein bisschen mehr als ein Stündchen auf jeden Fall, ne? Also ganz, ganz gemütlich. So. Mausklicken oder Taste. Wir spielen mit Controller eigentlich. Der ist eigentlich drinnen. Jetzt hat er ihn. Okay. So, was wollen wir da machen? Haben wir schon irgendwas? Ne, wir haben also Intro. Einstellung Deutsch. Soundspiel zurücksetzen. Steuerung. Okay, schleichen. Inventar scrollen. Spielobjekt anschauen. So, Spiel starten. Der erste Streich. Der Nachbar ist kein angenehmer Zeitgenosse. Das werden Sie schon noch herausfinden. Sitzt er aber zufällig ruhig in seinem Sofa, ist das die große Ausnahme. Und die bestätigt ja bekanntlich die Regel. Aber vielleicht hält er ja nur so still, um seine Umgebung ungestört beobachten zu können. Woody gefällt das jedenfalls überhaupt nicht und schaut. Und so schaut er erstmal beim Nachbarn vorbei. Google Exa heißt das Game. Man hat mir fast einen Herzinfarkt. Ah, okay. Wer kennt es nicht? Ey, was hat der für entspannte Nachbarn? So, jetzt geht er da rein. Okay. So, okay. Ich muss jetzt was drücken. So. Okay, das ist ein Tutorial. Ein Dringlinge hat Rottweiler nicht auf dem Schirm. Er will einen weiteren Faulenzertag einlegen. Schleichen wir umher und suchen nach Möglichkeiten, ihm eine Falle zu stellen. Okay. Eins ist klar, Mr. Rottweiler ist ein Gewohnheitstier. Erst macht er eine Sache und dann etwas anderes. Und wenn er damit fertig ist, fängt er wieder von vorne an. Meide Mr. Rottweiler, wenn er sich bewegt. Bleib lieber in sicheren Räumlichkeiten. Okay. Also mit B können wir schon mal hin und her. Okay. So, einige Objekte, etwa Möbel oder Kisten, enthalten nützliche Gegenstände. Ein Furzkissen, nehme Gegenstände. Aber wenn sie in deinem Inventar gesammelt, viele Umgebungsobjekte können mit diesen Gegenständen kombiniert werden, um einen Streich zu spielen. Okay. Da ist nichts drin. Nee, das funktioniert ja. Funktioniert ja schon mal nicht. So, in solchen kannst du dich vor Ärger bewahren. Taste drücken und fort. Können wir dann reingehen? So, haben hier alles. Na? Okay, durchsuche dieses Objekt und du erhältst einen nützlichen Gegenstand. Dreh die Walzen nach oben und unten um gleiche Symbole in jeder Reizwahl. Hä? Gibt's
nur die... Hä? Okay, dann glaube ich, kriegen wir nur die Zange, ne? Hä? Ja, den Kleber. Da haben wir das schon mal. So. So, okay, dann warten wir einmal. Superkleber ans Fernglas. So, jetzt legen wir natürlich noch das. So, jetzt. Also so, gut gemacht, du kannst nun deine Punkte sichern, indem du durch die vordere Tür oder einen Ausgangspunkt verschwindest oder du bleibst und versuchst dein Ergebnis zu verbessern. Nee, ich glaube, wir haben es ja auch erstmal, oder? Hier kann ich nicht durch. Okay. Wir warten jetzt einfach nochmal, ob wir vielleicht noch im Wohnzimmer was machen können. Scheiße, ist hat er uns. Oh, jetzt kriegen wir auf die Fresse. So, ein ist fort. Zum Glück hast du drei. Dann gehen wir schnell. Kann ich, also, eine Mission machen wir noch. Okay, also ein Leben haben wir verloren. Aber das ist ja nicht schlimm. So, was haben wir denn noch? Der Fernsehnachmittag. Wie jeden Sonntag macht es sich der Nachbar auf dem Sofa vor dem Fernsehapparat bequem. Da darf natürlich auch das obligatorische Bierchen nicht fehlen. Immer wieder stapft er zum Kühlschrank, um sich Nachschub zu holen. Wie soll es Woody da nur schaffen, ihm möglichst viele Streiche zu spielen? Komm, kommt Zeit, kommt Rat, denkt Woody und schleicht sich beim Nachbarn ein. Vielleicht habt ihr noch Ideen, was man da so machen kann. Vor allem so Fernsehnachmittag, ist es einfach so dunkel. Hier schon mal nix. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. So. Ich glaube, dann warten wir jetzt erstmal ganz kurz, bis er wieder... Der säuft ja aber auch, das ist mies. So, ich glaube, wir können das Abführmittel bestimmt gleich ins Bier füllen. Eine Säge.
verstecken uns schon mal, weil ich auch nicht weiß, wo er jetzt langkommt. Naheliegend wäre, er kommt gleich unten durch die linke Tür. Aber warte mal, ich weiß nicht, wie lange der da drinnen bleibt, ne? Ja, sehr lecker. Fluffy, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich recht herzlich. So, wir können jetzt erstmal hier raus. Ich frage mich, was wir mit der Säge anstellen können. Das werden wir gleich sehen. So. Die letzten Stunden Magenta Gaming. Du hast recht. Oh, schnell runter. Nein! Oh, scheiße. Ja, jetzt haut er mich raus. Fipsi, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob genau Mitternacht die Lichter ausgehen. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall irgendwie heute Nacht. Das wurde ja schon im Discord verraten. Alles schnell repariert, ne? Ja. Das Ding ist, dass ich glaube, so lange werde ich nicht machen. So, schnell raus hier. Und es ist Angry Neighbor, wollte ich gerade sagen. Angry Neighbor. Warte mal, wie komme ich jetzt hier raus? Zurück zum Desktop. Okay. So, was haben wir denn noch für coole Spiele? Angelo, komm, skate away. Angelo. Spielen wir jetzt. Wahrscheinlich waren die Lizenzen für Tony Hawk einfach zu krass. Oder, was auch sein kann, ist, dass Angelo Skate Away das deutlich krassere Spiel ist als Tony Hawk's Pro Skater. Wir werden es sehen. Deutsch. Controlletti. Ich habe einmal schon mal reingeguckt. Ah, nicht heute. So, ich spiele jetzt nochmal. Komm, fangen wir von vorne rein. Hol dir 15, hol dir 30, hol dir 50! Hier ist einfach so ein Noob. Ja, okay, ich springe auch einfach. Digga! Voll der Flow, Junge.
38? Achso, das andere waren die Punkte. Okay, gut. Level 2. Mach einen Sprung kurz vor der Landung, um extra Punkte zu bekommen. X und linker Trigger. Okay. Was ich LT. Original verkackt. So, also nach einem Sprung X oder LT kurz vor der Landung um was? Kurz vor der Landung um. Don't get it. Versteht es nicht. Angelo kennt man, ich glaube, das kennt man eher, wenn man Kinder hat oder sehr jung ist. Wir haben noch einen, komm, ein Level versuchen wir noch. Läuft auf Togo. Wollte Chigi nicht eigentlich streamen? Ja, das war so der Plan. Ich habe ihn gestern auch nochmal angeschrieben, weil uns am Anfang ja nur einer fehlt dann für Unrailed. Und er sagte dann so, ich mag das Spiel nicht. Nee, den Kopf über. Ach so. Ja, ach so. Ja, der läuft auf Togo. nee, keine Ahnung, was mit Chiki ist. Wo Chiki ist. So, zur richtigen Zeit, um über das Geländer zu rutschen. Zur richtigen Zeit, um über das. Okay, das ist ja. Okay. Also man muss es auch nicht gedrückt halten. Ach so, okay, war das ja. Combo. Einen machen wir noch. Komm, ein Level machen wir noch. Level 4. City 4. Hol die Hunde. Okay, krass gesprungen. Ja, okay. So, ich bin schon auf. Naja, gut, okay. Ja, das war Angelo, meine Damen und Herren. Kommen wir nicht raus. So. Ich merke erst jetzt, man kann das Menü auch mit dem Controller steuern. Krasser Scheiß. Sowas haben wir hier dann noch. Ich will hier Mad Tracks. Das lacht mich an. Gib mir Mad Tracks, Diggi. Yo, fetter Hip-Hop-Beat. Und das kurz vor Feierabend. Yo,
Guten Abend hier zu Magenta Gaming. Am Start ist der Captain Aldi und der Fipsi und der Valentine auch und die Gizmo Duck und Fluffy. Yo, yo, yo. Meine Rap-Skills sind super scheiße. Ich weiß. Oh Gott, das ist schlecht. Manchmal habe ich so einen Flow, dann geht das ganz gut. Aber jetzt ist es gerade. Jetzt ist es nicht so. Komm, wir gehen in. Ich verstehe das Menü nicht. In den Abenteuer-Mode. So. Spieler 1. Ach, ist alles okay. Herunterladen. Ein bisschen Geduld. Ich muss erstmal ein bisschen die Steuerung dingen hier. Also Checkpoint, Alter, das ist ein Racer. Nein! So, I reset it! Motek, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hallihallo, wie geht's denn so? Freut mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Magenta Gaming Abriss. Beastie Balls. Also das Spiel erinnert mich super hart an die Dreamcast-Zeit. So rein optisch. Nein, der schöne Clip. Ich wurde geklippt. Ist er dann was Schönes für Twitch-Clips in Germany? Nein, der hat das geklippt. Du Affe. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Wollt mal kurz den Stream anschauen, wenigstens zu letzten. Danke, Mo. Ich weiß nicht, ob das ein Lob oder ein Diss sein soll. Alles gut. Spaß muss sein. Spaß muss sein. Hä? Was muss ich jetzt hier machen? Muss ich hier diese Bälle fangen? Nee. Schwach. Also, der hier. Ich verstehe das Spielprinzip gerade hier nicht. Dann gebe mir. Habe ich da was eingesammelt? Nein! Hä? Ich will so einen Ball haben! Ich verstehe das nicht! Oh, ich habe einen. Ich habe einen Raser freigeschaltet. Gratulation. Was haben wir denn hier noch? Okay, Beastie Balls ist ganz schlecht. Hier, Fast Food? Fast Food. Oh, ist auch ein bisschen schlimm, das Spiel, oder? Oh, mit Time Trial fahren. Komm, lass jucken. Das ist so eine. Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von der Dreamcast Toy Commander. Hieß es Toy Commander? Auf jeden Fall so ein Game, wo man auch so Spielzeug gespielt, also Spielzeugflugzeuge und so. Ah, das war cool. Boah, Special Effects.
So, für alle, die neu zugeschaltet haben, einen wunderschönen guten Abend an der Stelle. Mein Name ist Ben Naka, Captain Aldi. Wir spielen heute zum allerletzten Mal Magenta Gaming. Und Magenta Gaming ist der Cloud Gaming Dienst oder war der Cloud Gaming Dienst der Deutschen Telekom. Wo ich unter anderem am Friendly Streamer Programm teilgenommen habe. Und morgen, beziehungsweise eigentlich kurz nach Mitternacht, werden dem Dienst die Lichter ausgeknipst. Und wir spielen heute Abend einfach noch mal so ein paar Games einfach ein. Eigentlich wollten wir Unreal spielen, aber die Leute hatten keine Lust. Oder was anderes vor, muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Okay, die Musik ist schon catchy. Ah, zwei Runden. Wo ist denn jetzt hier das Ziel? Okay, die Musik ist schon ziemlich geil. So, wir haben Gold. Irgendwie schalten wir immer Gold frei. Okay, ja, danke. Das war Matrix. Matrix macht den Captain mad. Was haben wir denn noch? Die Musik klingt nach Sommer und Bikini. Ja. Nur, Spoiler-Alarm, mich wollt ihr nicht in dem Bikini sehen. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht bringt es ja nochmal Abos. Sieht nach Hot Wheels Unleashed vor 15 Jahren aus. Ich sag ja Dreamcast, Motec. Dreamcast. Oh, ich hab voll Bock auf Dreamcast jetzt. Sowas von. So, was haben wir denn noch hier? Cooking Star Restaurant, das sieht mir so stressig aus auch. Oh. Was haben wir denn bei... Warte mal, was haben wir denn bei Sport? Na gut, Leute, bin müde und Akku leer. Gizmo, vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Eine gute Nacht. Einen schönen Tag morgen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen würden. Hau rein, mein Bester. So, Garfield Card. Ist auch so geil. Wieso ist es hier drin? Ich will einmal, das habe ich auch schon so häufig gesehen, Garfield Card Racer. Ist auch bei GeForce Now. Rest in Peace, Magenta Gaming. Ja, das stimmt wohl. So. Ich bin nie so warm geworden mit den Spielen im Abo und bin womöglich auch nicht der Einzige. Da gebe ich dir recht, Paul. Da gebe ich dir echt recht. Das Ding ist, bei Magenta Gaming, also klar, also sind wir mal einmal ganz kurz ehrlich, bevor wir spielen ja gleich noch ein bisschen, wir können ein bisschen labern. Es ist ja nie so offiziell, ja doch, es ist auch ja gesagt worden, dass es halt so nicht so das krasse Interesse an dem Dienst gegeben hat. Da drehen wir uns immer so ein bisschen in so einem Kreis, in dem man dann nachher sagt, gut, okay, wenn du keine vernünftigen Spiele hast oder keine coolen Spiele, die die Leute halt einfach anlocken, dann es wurde geklippt, scheiße. Okay. Warte mal, das muss ich ganz kurz gucken. Wobei bei MS ja auch funktioniert. Erstmal, okay, die haben natürlich auch noch bessere Games. Ja, ich glaube, das ist genau, ich glaube, das geht halt einfach nur um den Katalog bei Paul, dass er sagt, dass es halt daran liegt auch. Und das Ding ist halt wirklich, wenn du keinen vernünftigen Backlog hast, wo du oder einen Spielenkatalog, dass du Leute halt irgendwie zu dir hinziehen kannst, dann hast du natürlich halt das Problem, dass die Leute nicht kommen und für deinen Dienst bezahlen, und wenn du keine Leute hast, die bezahlen, fängt es auch irgendwann einfach an, sich nicht mehr zu rentieren. Einfach. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, okay, also ich glaube, man muss am Anfang bei allen Sachen, ne, wenn du jetzt halt sagst, du machst jetzt sowas, dann musst du schon halt cool auch einfach investieren.
Und du musst halt einfach dann sagen, gut, okay, ich muss vielleicht erstmal in der Anfangszeit nicht auf Gewinn kommen oder auf plus minus null, sondern halt einfach sagen, gut, okay, ich gucke jetzt erstmal, dass ich möglichst viele Leute rankriege. Und als ich angefangen habe mit Magenta Gaming, das war ja um und bei im Mai letzten Jahres, April, Mai letzten Jahres. Gut, da gab es halt noch sowas wie ein Metro mit drin und ein Saints Row 4, was so AAA-Titel war. Und gut, zum Schluss hast du jetzt halt eigentlich nur noch mit drin gehabt ein, sag schnell, ein Control. Warte mal, ist Ghost Runner noch drin? Das will ich jetzt mal, das würde mich jetzt mal interessieren, Ghost Runner noch drin ist. Ich meine, ich habe das vorgestern sind wir auch nochmal durchgegangen. Doch, Ghost Runner ist noch drin. Ghost Runner ist noch drin. Also Ghost Runner als AAA-Titel und Control. Ich glaube, das war es dann jetzt auch schon seit längerer Zeit tatsächlich. Für den Katalog hat man einfach zu große Erwartungen gehabt. Zudem, wenn man kaum Werbung macht, braucht man sich nicht wundern. Okay. Ist jetzt ja die Frage. Also beworben. Weiß ich nicht. Also ich meine, gut, auf Twitter haben sie schon ordentlich Gas gegeben. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt muss man natürlich aber auch überlegen und sich fragen, wer ist denn meine Zielgruppe? So, ist meine Zielgruppe auf Twitter wahrscheinlich nicht, weil ich ja natürlich auch in erster Linie. Na, wobei, okay, bei der Telekom ist es ja schon erstmal so, okay, das ist auch so ein Family-Dienst, ne? Und vielleicht sind dann doch ein paar Leute auf Twitter dann eher unterwegs, weil ich glaube, die Kiddies holst du damit nicht so direkt ab. Aber du musst ja schon gucken, irgendwie die breite Schnittmenge irgendwo zu finden. Und auf Instagram zum Beispiel wurde erst deutlich später was gemacht. Aber auch da, glaube ich, hat man einfach Potenzial verschenkt. Zudem war Dienst noch sehr Beta. Telekom hatte einfach keinen Bock wohl drauf gehabt oder so. Und das glaube ich auch. Weil wenn die Telekom wollen würde, dann hätte sie halt auch da anders agiert und Gas gegeben und dann wird es vielleicht jetzt halt ein bisschen anders aussehen. Aber guck mal, ich arbeite ja in einem Elektronikfachmarkt, ich arbeite ja auch in der Telekommunikationsabteilung und seit, weiß ich, 15, 16 Jahren mittlerweile mit dem Verein ja auch zu tun. Und man kriegt ja auch immer schon so mit, welche Produkte es gibt, gerade so eben im Festnetzbereich oder im Home-Bereich, sagen wir es mal so. Wo da auch ein bisschen der Fokus drauf liegt. Und ich sag mal sowas, Magenta TV zum Beispiel, es wurde ja ewig gepusht und das wird es ja natürlich halt auch immer noch, es wird stetig erweitert und und. Aber von Magenta Gaming, bin ich ganz ehrlich, hatte ich so in dem Bereich auch da nie was gehört. Also es gab nie irgendwie was, wo man gesagt hat, ey, hier ist Magenta Gaming, das könnt ihr mal den Kunden anbieten oder so, hier und da. Nie gab es gar nicht. Also über Magenta Gaming bin ich ja erst durch Zufall gestolpert letztes Jahr und aber da gebe ich dir recht, Paul. Also da hätte man tatsächlich, also wenn man da ein bisschen mehr Gas gegeben hätte, würde es anders aussehen. Aber vielleicht hatten die halt einfach keinen Bock drauf. Aber es ist halt auch dumm, weil irgendwo, wenn du es richtig gemacht hättest, wenn du es richtig gemacht hättest, hätte da richtig was Cooles draus werden können. Weil sie es ja halt auch eben sehr viel auf ihrer eigenen Plattform vermarkten. So, wenn du halt diese Magenta TV Receiver hast oder auch diese Magenta TV Stick mittlerweile. Selbst Hallo Magenta, also die haben ja ihren eigenen Lautsprecher. Ey, und alleine zu sagen so, ja, Hallo Magenta, ich will Control spielen. So, und das Ding wird dir auf den Fernseher geladen, hast einen geilen Controller noch mit am Start und dann hammer gut. Naja, Magenta ist eben Nische. In der Nische und dann noch in Deutschland only. Das war natürlich schwierig. Ja. Ja. Dieses Deutschland-only-Ding ist natürlich halt auch schwierig. Aber, und das ist halt auch, glaube ich, das, was du meinst, Paul, dass du gerade noch geschrieben hast, das war ziemlich Beta. Das Gefühl hat man ja immer noch jetzt. Also auch wenn dass der Dienst offiziell diesen Beta-Status ja verlassen hatte. So, und man in so einem Live-Modus war, bin ich. Ja, selbst heute, wir haben es ja gerade gesehen bei Angelo zum Beispiel.
Das ist nie wirklich irgend, dass da nie irgendwie was gefixt worden ist halt. Ne? Wir hatten gerade so ein überlappende Textgeschichten in der Anzeige. Oder hier Autobahnpolizeisimulator 2. Das nochmal so als Beispiel. Da hast du angefangen zu spielen letztes Jahr und hast so, okay, das Spiel ist auf Englisch. Warum? Das ist ein Spiel aus Deutschland und das hat auch ein deutsches Menü und es hat auch eine deutsche Sprachausgabe. Wieso ist das jetzt auf Englisch? Und ich hatte es schon auch damals dann halt in den Discord reingeschrieben und so, hey, vielleicht möchtest du mal gucken. Vielleicht ist der Praktikant einmal eingeschlafen oder so, aber vielleicht mag da einmal jemand kurz auf Deutsch klicken, halt einfach, dass das Game auf Deutsch ist. So, das war letztes Jahr im Mai. Wir haben Montag und wir haben jetzt Februar 2022, also fast ein Jahr später. Und es ist immer noch auf Englisch und das ist halt auch nie gefixt worden. Wer wird Millionär zum Beispiel? Ja, cool, aktuelle Fragen, gar kein Ding. Aber wieso ist das Menü zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf Englisch, zum Teil auf Spanisch, also schwierig. Epic Games hat ja auch noch Beta, schreibt Paul. Es kommen immer wieder neue Features, man ist ja noch nicht mit den Features auf dem Stand wie Steam, aber Epic hat den langen Atem. Das hat Telekom nicht gehabt oder wollte es auch von Anfang an nicht haben. Jetzt werden hier gerade Äpfel und Birnen verglichen, muss man auch fairerweise erwähnen. Epic ist halt ein reiner Store. So, da kannst du Spiele kaufen. Punkt. Magenta Gaming, gut, hat auch einen Store, da wo man Spiele kaufen kann, aber es ist halt ein Cloud-Gaming-Dienst. Ich würde jetzt dann, sag ich mal, Magenta Gaming eher so vergleichen, zum Beispiel mit Stadia, mit Google Stadia. Das ist, glaube ich, ganz adäquat zum Vergleich. Aber ich meine, die Anstrengung, die Chance, die man gibt, ja, doch. Das ist das. Ich wollte jetzt gerade erst sagen, ja, Epic entwickelt ja auch Spiele und dann haben die Spieleeinnahmen und dadurch verdienen sie ja Kohle, das ist ja können, aber die Telekom hat ja auch im Endeffekt ihre Einnahmen durch den Mobilfunkbereich, durch den Festnetzbereich und haben da ja eben auch die Möglichkeit, halt einfach Kohle rein zu buttern. Einen wunderschönen guten Abend, Hugh. Ich sage einfach mal Hugh, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist. In der allgemeinen Relativitätstheorie wird gesagt, dass in einem schwarzen Loch keine Zeit ist, aber dadurch müsste die Masse im schwarzen Loch unendlich sein, wodurch alle schwarzen Löcher gleich groß sein müssten. Was nicht das heißt, dass ein bisschen Zeit sein... Was? Was sie nicht sind, das heißt, da muss ein bisschen Zeit sein. Was sagst du dazu? Ja, okay. Okay. Deswegen, das ist ja alles so... Das ist ja alles so diese, das ist ja alles so relativ halt einfach. Das ist ja das, was ich sagte. Hat die Telekom, hätte sie mehr Biss bewiesen, so wie Paul das ja halt auch schon geschrieben hat, und vielleicht wäre sie anders rangegangen, dann hätte sie es eher geschafft. Aber eben, es ist so eine Nische in der Nische und dann auch nur auf einem Markt. Das kann nicht funktionieren. Auf Dauer klappt das halt einfach nicht. Also du musst halt schon expandieren und sagen, du musst den Dienst halt ein bisschen breiter fächern. Das ist schon überall, sag ich mal, Zugriff hätte. Dass du überall sitzen kannst und das halt zocken kannst. Und das ist natürlich halt das, was Stadia dann halt ja schon wieder ein bisschen anders macht. Das kannst du überall auf der Welt spielen. Oder in den meisten Ländern, bist halt nicht nur auf ein Land beschränkt. Und hast natürlich halt, klar, du hast ein Abo-Modell, das musst du nicht haben, du kannst auch Spiele einfach so kaufen. Und es funktioniert halt auch. Deswegen ist die Frage, vielleicht hat die Telekom auch einfach nur gesagt, okay, wir machen jetzt halt einfach mal einen Test drauf, wer weiß, wofür die Software dann nachher eigentlich gedacht ist, also die Technik, die jetzt dahinter steckt, das wäre jetzt ja was. Man sieht ja, wie schwierig Google es hat und Google ist nochmal eine andere Hausnummer. Ja, ich kenne zum Beispiel Freunde, die gerne Magenta abonniert hätten, aber wohnen halt in Österreich. Allein schon, dass es Magenta Gaming nicht im Dach gibt, ist dumm. Ja. Und das Ding ist halt wieder deutsche Behörde. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt halt einfach. Also auch Jugendschutz und so. Weil wenn du überlegst, du meldest dich bei Stadia an, das ist halt ein Google-Konto und das war's dann.
Das Google-Konzept war aber von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Nee, es läuft ja, Paul. Es läuft. Und ich glaube, das wird auch nicht weggehen. Also nach wie vor ist es halt, dass ich sage, dass Cloud Gaming schon ein Ding ist, was sich langfristig etablieren wird. Durchsetzen, darüber können wir streiten. Darüber können wir streiten. Aber etablieren wird es sich auf jeden Fall. Weil es wird nicht besser werden mit irgendwelchen Ressourcenmangel, Chips, Halbleiter, die fehlen und, und. Und dann finde ich es einfach total geil, meine Spiele halt auch auf der Cloud spielen oder in der Cloud spielen zu können. Ob es jetzt Stadia ist, GeForce Now, das spielt jetzt gar keine Rolle. Dass ich halt einfach sagen kann, ich sitze jetzt vor meinem Rechner, guck gerne einfach mal hier jetzt auf meinem Twitch-Kanal in die Specs rein, dann seht ihr, dass der nichts kann. So in dem Sinne. Also gaming-technisch kann der das halt einfach nicht wuppen. So. Und durch Cloud Gaming klappt es halt aber. So. Google wird den Dienst einstellen. Das sind ja schon. Die sind ja schon. Okay, Paul, hast du Quellen? Hast du eine Quelle dazu, dass die das einstellen? Das würde mich jetzt einmal interessieren, weil gelesen dazu habe ich jetzt noch nichts. Ich möchte keinen Game Pass haben und befürchten müssen, dass meine Games irgendwann mal raussortieren. Genau, und deswegen finde ich das halt, bei Stadia halt einfach cool. Gut. Du kannst mich ja mal anflüstern, Paul, dann kann ich mir das ja mal angucken, wenn du einen Link hast. Das wird ungewandt zu einem B2B-Service. Nein, wird er nicht. Das wird er nicht, Paul. Der wird nicht umgewandelt zu einem B2B-Service. Die Technik hinter Stadia, die jetzt läuft, die wir jetzt alle nutzen, die wird monetarisiert. Du kannst es auch so sagen, die wird vermietet, die wird weitervermietet für andere Dienste. Zum Beispiel Capcom sagt, ey, das wäre doch ganz spannend, wenn wir sagen könnten, es kommt ein Spiel raus und wir könnten auf unserer Internetseite, ohne dass der Nutzer irgendwas runterladen muss, ohne Plugin, ohne irgendwas. Der Nutzer geht auf unsere Internetseite, hey geil, Resident Evil 9, Street Fighter 6, Demo, Patch. Über den Browser, sofort spielen. Einfach nur mal so eine Demo. Wie soll das funktionieren? Richtig, mit der Technik, die Stadia dann wiederum, oder die Google, an Capcom verkauft. Einfach monetarisiert. Oh, Entschuldigung, das ist Bier. So. Das heißt, im Endeffekt macht Stadia auch Kohle damit. Google macht Kohle damit. Und diese Kohle, die damit reinkommt, wird dann auch wieder ins normale Stadia eingebracht. Es ist ganz einfach. Natürlich sagt Google, und das ist auch der Punkt, das kann man nicht verneinen. Klar, Stadia oder Google hat sich sehr hohe Ziele gesteckt und gesagt, ey, so sieht es aus. Gut, so sieht es halt einfach nicht aus. Jetzt könnte Google natürlich einfach so sein und sagen, ey, wir machen es wie Magenta Gaming, wir machen jetzt die Lichter aus, Feierabend, ciao, Kakao, tschüssi. Aber das machen sie nicht. Sie sagen, okay, wir strukturieren es jetzt einfach mal ein bisschen um. Natürlich läuft der Fokus vielleicht jetzt nicht so auf Stadia, wie es bis jetzt war. Merken wir Endverbraucher das nachher? Nein, merken wir nicht. Denn es läuft weiter. Es wird in diesem Jahr über 100 Spiele-Releases auf Stadia geben. Und das glaube ich auch so. So, man wird jetzt aber sagen, gut, okay, wir investieren selber in unsere eigene Software. Wir bauen die Software aus. Wir machen es besser. Wir machen die Technik, nicht nur die Software, auch die Hardware. Wir machen komplett die Technik. Wir machen es einfach besser. Und das verkaufen wir, vermieten wir, wie auch immer, wie das man auch nennen möchte, an andere Dienstleister. Und die bezahlen uns das, dass wir denen den Dienst bereitstellen. Und die Kohle, die wir kriegen, die investieren wir dann nachher wieder voll in Stadia und fahren da auch wieder hoch. Und dann kommt nachher vielleicht dann doch noch das eigene Entwicklerstudio. Wie lange das dauert, keine Ahnung. Das weiß man nicht. Aber wir werden auch in den nächsten Jahren sitzen und noch über Stadia reden.
Habe ich dir per Discord. Okay, warte, jetzt will ich, gucke ich mir jetzt mal an. Oh, Entschuldigung, ich habe gesagt, das ist... Wow, okay. Paul, ernsthaft, play3.de. Play3.de. Nee, das klicke ich nicht an. Das klicke ich nicht an. Ich habe zusammen mit Cheeky Boing, ich empfehle da, ich habe noch mehr Quellen. Pass auf, wir machen, Paul, wir machen das ganz einfach. Der gute Cheeky und ich, wir haben einen Podcast zusammen, der nennt sich Cloudplay Plus. Der kommt jeden Montag raus. In der vorletzten Ausgabe haben Cheeky und ich komplett, eigentlich weitestgehend, alle Artikel zu diesem Google Stadia-Ding auseinandergezogen und komplett auch begutachtet und auseinandergepflückt. Und nein, wir haben nicht einfach nur gesagt, das ist alles scheiße. Wir haben das wirklich, sind das durchgegangen. Wir haben gesagt, was wir nicht so gut finden, was wir nicht sachlich finden. Und wir haben gesagt, was gut ist an so einem Artikel. also Smartroid war jetzt auch nicht so der Beste noch dazu. Deswegen, hör es dir bitte an. Jetzt pauschal zu sagen, nein, also das ist, nein. Das muss man tatsächlich ein bisschen differenzieren. Business Insider. Der Business Insider ist es, also der Paul schickt mir gerade über Discord noch ein paar weitere Artikel. Kann er gerne machen. Das sind aber eigentlich vom Ding her Games. Das sind alle, okay, kannst du, Paul, geschenkt, bei aller Liebe, geschenkt. Hör dir bitte den Podcast an. Das sind nämlich jetzt genau die ganzen Berichte und die ganzen Seiten, die wir gereviewt haben, wenn man sagen möchte. Und auch wenn unser Fokus auf Cloud Gaming liegt im Podcast, sind wir natürlich auch sehr objektiv und sagen auch, wenn ein Artikel natürlich gut recherchiert ist. Und Chiku und ich sind zu dem Entschluss gekommen, dass 99% der gesamten Artikel zu diesem Thema nicht gut recherchiert sind. Nicht mal ansatzweise. So, natürlich kann ich dann einfach sagen, gut, okay, alles klar, ich lese das und wenn ich da irgendwie nicht so hinter bin und mich da jetzt auch nicht so eingelesen, es gibt auch super viele Themen, wo ich sage, das würde ich jetzt auch so glauben, wenn es da steht, weil ich halt einfach keine Ahnung habe von dem Thema. Oder dann nicht so involviert bin. Und dann würde ich auch sagen, oh, das ist ja gut. Und genau das ist nämlich das Problem, was Fluffy gerade halt schreibt, gerade weil Cloud Gaming nach wie vor eine Nische ist, wo sich keiner mit auseinandersetzen will, aber es ist halt ein Thema, das ist da. Und dann fängt einer an und der macht einen Artikel und die anderen denken sich, jo, alles klar, das übernehme ich einfach mal so. Es wird einfach nicht recherchiert, es wird einfach nur der Hintergrund übernommen, es wird einfach nur das übernommen, was im Beitrag steht und dann ist gut. Das war's. Aber ein Jason Schreier, ein Jeff Grubb, die berichten das selber. Paul. Keiner hat mit irgendeiner Silbe erwähnt, dass Stadia dicht gemacht wird. Keiner. Auch kein Jason Schreier und auch kein Jeff Grubb. Nein. Sie sagen, es wird gerade depriorisiert. Richtig. Aber eben aus den Gründen, die ich vorhin schon angeführt habe. So. Und das soll es jetzt auch tatsächlich zu dem Thema gewesen sein. Okay? Lass uns noch, ich gucke jetzt mal auf den Ticker, in ein, zwei Spielen reingucken. Wir wollen uns bei Garfield reingucken. Und dann vielleicht noch ein zweites Spiel. Und dann können wir es auch, glaube ich, für heute, dann können wir auch den Dienst schließen und die App deinstallieren. Auf jeden Fall. So. Und auch wenn nicht immer alles tutti war, wo ist denn Garfield? Da ist Garfield. Muss man tatsächlich aber sagen, dass das Social Media Team und das Team rund um, was ist denn jetzt gerade mit dem Rechner? Warte mal. Ausmachen. Das machen wir nochmal aus. Jetzt rächt sich gerade irgendwie die schwache Leistung hier. So. Ich glaube, jetzt läuft. Jetzt ist es besser.
Was ich aber auch, wie gesagt, sehr, sehr schade finde, ist halt einfach das coole Social Media Team hinter dem Dienst und, ach Quatsch, warte, wir machen den ein bisschen sortierter. Social Media Team hinter dem Ganzen und auch das Ganze drumherum, die ganzen tollen Leute. Das ist jetzt halt schon etwas, was schade ist, dass das nicht mehr da ist. Weil es auch gerade eben, wer supportet dann bitte auch kleine Streamer, so wie mich? Also ich glaube, hätte es die Jungs und Mädels von Magenta Gaming nicht gegeben, dann glaube ich, wäre ich jetzt nicht so an der Stelle, wo ich jetzt bin. Deswegen, echt ohne Scheiß, danke. Danke für alles. So, machen wir mal ein Grand Prix. Rindklasse Lasagne. So, wir sind Garfield, wer sonst? Kein Plan, wie es geht. Aber wir werden es schon rausfinden. Oh. Ach, das ist ein Turbo. Okay. Okay, das ist natürlich cool. Oh. Weil du, das ist schon geil gemacht, dass du die Sachen nach vorne und hinten abdrucken kannst. Okay, das war so der rote Panzer. Ey, wie chillig ist das Spiel? Das ist schon cool. Oh, zwei Items. Ich wollte bestimmt springen, ne? Okay, keine Ahnung, was das einem bringen soll. Ach so, die haben. Okay, cool. Die haben so ein Secondary Fire. Also mache ich die Sprungfeder nach vorne, springe ich quasi selber und mache ich sie nach hinten, dann wird es zur Waffe. Ich weiß nicht warum, aber morgen gibt es Lasagne. Ey, Lasagne ist nice. Das habe ich auch. Die habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Da sagst du was, Valentine. Ich glaube, ich mache nächste Woche auch mal wieder Lasagne. Alter. Jetzt will ich doch hier noch überholen, Oma. Sind wir ins Ziel gekommen? Irgendwas schluckt aus der Wasserflasche. Oh, ist das. Das ist schon ein cooles Spiel. Hat das ein. Was mich immer interessiert, ob es einen Online-Multiplayer hat. Das wäre natürlich geil. So, eine hier, die Strecke fahren wir jetzt noch. Aber das ist nicht so crappy, wie ich das erwartet habe, das Spiel. Oh. Ah, da hätte ich jetzt rüberspringen können wahrscheinlich.
Oh, okay. Beim nächsten Mal weiß ich, ich hätte quasi auf dieser Rampe da springen sollen. Das Blöde ist halt nur, man kriegt irgendwie kein Feedback, wenn man trifft. Oh, man bekommt auf jeden Fall noch Platz an, das stimmt. Okay, ich hätte leider nicht zum Springen. Oh, schlafen. Oh, ich dachte, ich krieg das. Was kann der denn? Okay, aber hätte man genau zielen müssen, wa? Fertig gemacht haben wir den. Oh, Scheiße. Oh, Lasagne. Turbo. Turbo Lasagne. Okay, leider. Gewonnen! Das macht Spaß. Das Spiel macht echt, zumindest jetzt am Anfang macht das Spaß. So, achso, warte mal, spielen, ich will mal kurz gucken. Ach, geteilter Bildschirm, okay. So ein Online-Multiplayer wäre noch echt cool. So, was haben wir denn hier noch? Ein Spiel machen wir noch. In ein Spiel gucken wir noch rein. Und dann wird deinstalliert. Was haben wir denn hier? Oh, ich weiß, was wir machen. Machen noch einmal Lonely Mountains Downhill. Das machen wir noch einmal. Das ist so schlimm. Das macht so aggro. Ich habe super lange nicht mehr gespielt. Und wir spielen einmal die Strecke. Die es zu spielen galt für die Challenge im. Ich meine, es müsste August gewesen sein. So. Wir spielen Elche Fall. So, und wir spielen die Kluft. Haben wir schon so häufig gespielt. Auf Beginner. So, Grasshopper. So, das war die Magenta Gaming Challenge im August. Cloud Gaming und installieren passt auch irgendwie nicht. Ja, denn im Gegensatz zu Stadia zum Beispiel funktioniert Magenta Gaming tatsächlich nur in einer App. Also in einem Programm, was man runterladen muss. Oh, scheiße. Und es funktioniert leider nicht browserbasiert. Also es war zumindest ja geplant, dass es ja nochmal irgendwann kommt, aber es hat sich jetzt ja erledigt, ehrlich gesagt. GeForce Now kann man. Oh, scheiße. GeForce Now kann man auch im Browser spielen tatsächlich. Das habe ich auch schon einmal gemacht. Wobei ich die PC-App schon. Alter! Die PC-App schon deutlich angenehmer finde. Gucken, ob ich noch alle Abkürzungen hinkriege. Nein, scheiße. Hier schon mal ein Checkpoint. Nein! Oh, wir waren so gut. Wir waren so gut.
Ja, wo ist Cheeky? Ich weiß es nicht, wo er ist. Keine Ahnung. Mein letzter Stand war, er wollte auch streamen heute, wie gesagt, aber irgendwie... Man sucht Cheeky. Die Welt sucht Cheeky. Warte mal. Konnte man nicht? Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier ging das doch längs. Ich krieg Flashbacks. Ich krieg einfach Flashbacks, weil ich diese scheiß Strecke so häufig gefahren bin. Immer auf der Suche nach der besten Zeit. Au, das muss wehgetan haben. Ja, dann, als ich diese Abkürzung gefunden habe, ne, das war schon mega. Ich guck gleich in den Chat, ich sehe, es ist was gekommen. Boah, nicht so auf Risiko fahren, ne? So, ich habe eben nicht drauf geachtet. Was spielst du gerade? Lonely Mountains Downhill irgendwas. Und man muss sich echt hart konzentrieren. Ach ja. Ey, das Game hat mich schon so hart zum Fluchen gebracht. Ich spiele es hier auch einfach auf. Ich spiele jetzt. Oh, scheiße. Ich spiele jetzt hier auch einfach nur safe gerade. Um möglichst hier irgendwie schnell. Oder, naja, durchzukommen. Scheiße. Schnelligkeit, sag ich mal. Gebe ich jetzt gerade nicht so. Oh, fuck. Versuche sauber durchzukommen, um möglichst in der Gesamtsumme schneller durchzukommen, als jetzt irgendwie eine sehr schnelle Streckenzeit zu fahren. Autschi. Oh, an dieser Stelle. Da hänge ich schon so häufig. Hm. Oh, Wassermarsch! Wassermarsch, Fluffy sagt Wassermarsch. Oh. Ah. Oh, verschluckt. Ah. Okay, brauch einen Moment. Ja, Schluck auf. Scheiße. Oh. Ich habe letztens einen TikTok gesehen. Von einer Twitch-Streamerin. Oh, verschluckene Scheiße. Von einer Twitch-Streamerin, die ASMR macht und ganz nah am Mikrofon einen Schluck aus ihrer Energy-Dose getrunken hat. Und dabei, schieb ich nicht weg, sonst bin ich doch schuld. Fluffy, die Anwälte sind schon informiert. Die hat einen Schluck aus ihrer Energy-Dose genommen. Ganz nah am Mikrofon, weil ist ja ASMR. Und hat sich mega verschluckt. Und fing halt an zu husten. Und die war natürlich halt super nah am Mikro halt auch dran. Ne? Also ich will dann nicht im Stream gewesen sein. Und die Kopfhörer drinne. Und mich mega erschrecken. Alter Schwede. Also machen wir dann das etwas andere ASMR. Ey, komm, wir fahren jetzt einen safe way. Rip on! Alter, der kann auch kein...
Fahrrad fahren. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 3 Stunden. Ich weiß es nicht. Nehmen wir jetzt den längeren Weg. Aber der ist, glaube ich, auch ein bisschen... So. Ja, nochmal, genau, jetzt wären wir ja sonst hier rüber gekommen. Ich will einfach nur ins Ziel. Ey, ich hätte es schon sehen kommen. Captain Aldi, die Kanalpunkte waren sein Ende. Jetzt hätten wir da rechts noch längs können. Ich habe, als ich hier auf Highscore-Jagd war, ne, so auf Zeitjagd, habe ich immer den Tony Hawk Pro Skater 3 Soundtrack laufen lassen. Tony Hawk 3 war so das einzige Tony Hawk, was ich halt hammer viel gespielt habe. Hey! 7 Sekunden hinterher. Guck mal, meine Bestzeit, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, warte mal, Rangliste. Zeichne mir das hier an? Nee, ne? So, warte mal, ich habe jetzt hier 2:30 und ich bin 39 Sekunden drüber, das heißt, ich war irgendwie sonst bei, oh, was ist das, 1:50? Ja, schon eine krasse Zeit. Und ich habe mich immer gefragt, wie die anderen das hinbekommen, tatsächlich. Und eine deutlich schnellere Zeit gehabt haben. Ja. Achso, jetzt könnte man den Berg weiter runterfahren. Aber das machen wir nicht mehr. Denn das war... das letzte Game, was wir gespielt haben von Magenta Gaming, liebe Freunde. Tja, das war's also. Das war Magenta Gaming. So. Das war Magenta Gaming. Tja. Jetzt in die Systemeinstellung, also Systemsteuerung. Programm deinstallieren. So, wo habe ich das denn? Magenta Gaming. Deinstallieren. So, warte mal. Machen wir das denn jetzt einmal? Hast aber einen Clip als der Das stimmt. Von dem coolen, von meinen Rap-Skills, die gerade keine Rap-Skills waren. Tatsächlich. So, Freunde. Nein, das ist das Falsche. Wir gehen dahin. Ich habe jetzt überlegt, spiele ich nochmal so Time to Say Goodbye im Hintergrund, aber ich möchte keinen Copyright-Strike riskieren, oder dass es Ärger gibt auf Twitch. Das möchte ich nicht. Ja, liebe Leute, auch an alle im Lurk oder vielleicht die jetzt nochmal frisch eingeschaltet haben, was wir hier so machen. Wir deinstallieren jetzt gemeinsam, zusammen quasi, das heißt ja auch gemeinsam, Magenta Gaming. Ich werde es jetzt tun. Weiter. So, weiter. Abschließen. Das war's schon? Hä? Wieso ist die App noch drauf?
Das verstehe ich nicht. Ich kann das nicht deinstallieren. Moment. Hä? Was ist das? Es lässt sich nicht löschen. Habe ich jetzt, warte mal, AIJKL. Max Payne, Magenta. Nee, es ist nicht da. Die App hat ein Eigenleben. Ey, ich merke das schon. Warte mal. Das muss doch ein Uninstall-File geben. Eigenschaften, Dateipfad öffnen. Der, jetzt wird's aber echt spooky. Das lässt sich nicht löschen. Wahrscheinlich muss ich einen Ordner löschen, oder? Ja. Magenta wird auf ewig weiterleben auf deinem Rechner. Audio drin, DLL-Dateien, irgendwelche, weiß ich auch nicht. Ja, ich dachte jetzt, feierlich wäre es jetzt weg, aber es ist ja noch da. Da muss ich mal im Discord nachfragen. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja echt merkwürdig. Scheint ein Bug. Ich hoffe, es gibt einen Patch. Ich hoffe, es gibt einen Patch dazu. Ja. Ja, das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich wollte jetzt einfach mal, du sollst an den geilen Dienst erinnern. Ja, das werde ich ja sowieso anhand hier meiner coolen Jacke. Entschuldigung. Ah, hier. Ne? Captain Aliad Magenta Gaming. Digga. Alleine deswegen. Alleine an den tollen Brief von Magenta Gaming, den ich bekommen habe, als kleiner Streamer, relativ am Anfang, gleich nach meinem ersten Stream. Ich trinke sehr häufig Kaffee aus meiner Magenta Gaming Tasse, die ihr nicht kaufen könnt, die fast ein Unikat ist, aber Bumpf und Simone haben den auch und ich glaube die anderen Friendly Streamer auch. Ja. Und ich habe es die ganze Woche über schon mal gesagt, noch wiederholt. Und ich möchte es an der Stelle tatsächlich noch mal ins Mikro rülpsen. Vielen, vielen lieben Dank. Kaffee. Vielen lieben Dank. Also, liebes Magenta Gaming Team. Und ich meine auch nur das Magenta Gaming Team. Telekom ist doof. Telekom hat uns das jetzt weggenommen. Telekom hat uns ganz nette Menschen weggenommen. Im Umgang mit Streamern. Liebes Magenta Gaming Team, vielen, vielen lieben Dank für alles. Für alles, was ihr für mich getan habt, für alles, was ihr auch für die anderen Friendly Streamer getan habt. Dankeschön. Es war mir eine blanke Ehre, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen, euch kennenlernen zu dürfen und dank euch auch viele weitere Leute kennenlernen zu dürfen. So. Ohne Magenta Gaming, ich kann es nur wiederholen, ohne Magenta Gaming hätte ich zum Beispiel ein Cheeky nicht kennengelernt. Ohne Magenta Gaming wäre ich nicht bei Cloudplay zu Gast gewesen. Und ohne Magenta Gaming würde ich mich jetzt nicht weiterhin mit dem Thema Cloud Gaming beschäftigen. Und ohne Magenta Gaming hätte ich, oder wäre ich jetzt auch nicht Mitglied eines eigenen Podcastes zusammen mit Cheeky, Cloudplay Plus. Jeden Montag bei euch im Podcatcher. Deswegen bin ich Magenta Gaming tatsächlich sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr dankbar für vieles. Einige Streamer, das habe ich auch gesagt, wachsen sehr schnell innerhalb des ersten Jahres. Zum Beispiel Streaming-Kollegin Jackery, die innerhalb von ihrem ersten Jahr zum Beispiel 500 Follower erreicht hat. Und eine sehr stabile Basis halt hat. Und da zähle ich ja tatsächlich auch zu den coolen Leuten von Jackery, also Zuschauern. Und ich habe für mich andere Sachen
erwirtschaftet. Aber erwirtschaftet klingt blöde, aber erreicht. Das war das. Es ist schon spät, ich bin sehr müde. Ich habe für mich ganz andere Sachen erreicht, tatsächlich. Natürlich könnte man jetzt sagen, Captain, du hast nur 140 Follower nach einem Jahr, das ist ja ganz schön wenig. Für mich sind es 140 Leute, die mal irgendwann gesagt haben, auch Mensch, was der Captain macht, das finde ich cool, da lasse ich mal ein Follow da. Es wäre natürlich cool, wenn 140 Leute zugucken würden, aber nee, das ist ja gar nicht mein Ziel. So. Ich habe es einfach geschafft, in einem coolen Netzwerk jetzt dabei sein zu dürfen, und dieses Netzwerk wird immer weiter gespannt, coole andere Projekte machen zu dürfen, wo ich letztes Jahr um diese Zeit nicht mal ansatzweise hätte geträumt von. Ich habe irgendwann angefangen zu sagen, ich will einfach streamen, mal gucken, was draus wird. Und jetzt ist das draus geworden. Deswegen, wie gesagt, in dem Umfang gilt mein ganzer Dank den Jungs und Mädels von Magenta Gaming, auch allen voran. Dominik, wenn du das sehen solltest, wenn du das hören solltest, vielen, vielen Dank dafür, dass du die Vision hattest für diesen Dienst und es mit aller Liebe gemacht hast, und auch natürlich an Benny, an einen Joshua, an eine Daniela tatsächlich und allen ganzen 70, ich glaube, irgendwie auf dem Brief standen 70 Leute, also nicht ausgeschrieben, aber dass 70 Leute, über 70 Leute an diesem Dienst gearbeitet haben. Ich wiederhole mich auch hier, ich wünsche euch wirklich nur das Allerbeste und ich hoffe, dass es euch beruflich auch weiterhin gut geht, dass ihr alle untergekommen seid, dass ihr nicht jetzt irgendwie sagen müsst, hey, scheiße, Magenta Gaming ist weg, mein Job ist weg. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, mit vielen Leuten in Kontakt zu bleiben, sei es jetzt auf Twitter, sei es jetzt auf Instagram oder halt auch hier auf Twitch. Das würde mich freuen, weil ihr mich tatsächlich sehr häufig, das habe ich Mittwoch alles schon erzählt, sehr häufig auch motiviert hat an so Punkten im ersten Jahr, wo ich gedacht habe, ich höre jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr zu streamen, das ist doch, bringt doch alles nichts. Da habt ihr mich immer wieder aufgebaut und immer wieder motiviert. Und dafür bin ich euch unendlich dankbar. Und tja, schade, dass es vorbei sein muss. Weil vor allen Dingen, wie gesagt, es ist jetzt ja normal halt auch einfach, dass welche andere große Firma oder welcher andere große Dienst bietet sowas an? So ein Social Media Friendly Streamer Programm. Das gibt es bei einem Google nicht, das gibt es bei einem Nvidia nicht, das gibt es bei einem Microsoft auch nicht oder beim Sony. Also alle Dienste quasi, die das anbieten. Aber die Telekom hat gesagt, ja, wir supporten kleine Streamer. Wir werden gemeinsam groß. Und ich wollte jetzt gerade sagen, ich werde größer, ihr jetzt ja nicht mehr. Das klingt aber ganz schön gemein. Deswegen, euch allen da draußen von Magenta Gaming, alles Gute und hoffentlich auf bald, dass man sich wieder sieht. Vielen Dank für alles. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiter mich bedanken, aber ich glaube, wir haben es alle verstanden. Ehrlich gesagt. Ja, eine sehr spezielle Woche geht zu Ende in allen Bereichen. Und am Montag geht es dann in doppelter Form weiter. Denn wenn es läuft wie immer, bekommt ihr Montag natürlich im Laufe des Tages die neue Folge Cloud Play Plus auf die Ohren, wenn Chiki und ich uns am Sonntag wieder über die wichtigsten Cloud Gaming News der vergangenen Woche unterhalten werden. Am Montagabend um 20 Uhr gibt es dann den 21 Uhr, wie immer. Um 21 Uhr gibt es den nächsten Stream mit Tomb Raider 2. Wir spielen endlich Tomb Raider 2 weiter. Und am Freitag um 21 Uhr geht es mit One-Hand-Clapping weiter. Das müssen wir ja tatsächlich auch noch durchspielen. Da quäle ich euch jetzt mit. Jetzt sagt ihr ja zu Recht, Captain, was ist denn mit dem Mittwoch? Wieso, hä, was? Mittwoch kein Stream?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich nächste Woche tatsächlich auch abends die ein oder andere Verpflichtung habe, die mich davon abhält zu streamen. Und das muss an der Stelle tatsächlich vorgehen. Deswegen gibt es nächste Woche tatsächlich nur zwei Streams. Ab der Woche drauf sind wir dann im normalen Modus wieder bei drei. Und ja, auf YouTube geht es natürlich weiter. Gar keine Frage. Auf YouTube findet ihr alles Mögliche von mir. Also von Twitch. Und Sonntag gibt es natürlich eine neue Ausgabe von TimeSplitters 2. Solltet ihr nicht vergessen. So, in Ehre an Magenta Gaming gibt es jetzt kein Outro. Wir gehen jetzt still raus. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis nächste Woche. Ich bin Ben, aka Captain Aldi, und raus für heute. Habt eine gute Nacht, ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Und wenn doch, dann ärgert einfach zurück. Tschüss.